Hey Mora, Tipps und Tricks für Gothic anschauen. Jetzt. Hallo liebe Gothic-Freunde und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Anleitung zum DX11-Renderer. Wer meine erste Folge gesehen hat, Performance-Demo und die Grundeinstellung zum DX11-Renderer, die ja fleißig abgerufen worden ist, und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, gehe ich in dieser Folge ganz speziell auf die Schatten ein. Damit meine ich nicht die Gilde, sondern die Schattendarstellung. Ich habe in der Community immer wieder gelesen, dass die Darstellung der Schatten für viele nicht zufriedenstellend ist. In dieser Folge gehe ich speziell für euch auf eine Verbesserung der Schattendarstellung ein. Wie wir hier schon in den annähernden Standardeinstellungen sehen, gucken wir mal uns den Boden an. Hier wabert es ein bisschen, die Schatten sind unscharf und ganz schlimm für viele und auch für mich sind diese komischen Abstufungen, die sich immer wieder wiederholen. Und um diesem Ganzen etwas Einhalt zu gebieten, gehe ich mal erstmal auf die Grundeinstellungen ein. Und zwar für die Schatten. Da gibt es hier in diesem F11-Menü für den DX11-Renderer erst eigentlich nur zwei Optionen. Einmal die Schattenqualität. Die gehe ich jetzt mal langsam runter und ihr seht, dass dann eigentlich alles unschärfer wird. Es flackert mehr. Ich gehe auf Qualität 4 und habe hier die dynamischen Schatten auf immer updaten eingestellt. Das sollte man nicht tun, heißt es in der Community, und ich habe sie aber immer auf Update All stehen. Deswegen eine kleine Frage an euch. Gibt es spezielle Fehler oder Abstürze, wenn ich das hier auf Update All stehe? Das wäre sehr schön, wenn ihr mir das in den Kommentaren schreiben würdet. Disabled Static Only, man sieht erstmal überhaupt nichts, was sich dort verändert. Drücken wir STRG F11. Nun gehen wir hier speziell auf dieses Fenster, welches sich General nennt. Und jetzt gucken wir uns doch mal die Wechselwirkung an. Ich muss mal eben kurz wieder ein bisschen hier den Hintergrund dunkler machen, damit wir die Fenster oben besser sehen können. So, jetzt drücke ich nochmal STRG 11 und wir sehen hier, wenn wir weiter runter scrollen, sehen wir hier schon 1, 2, 3, 4, 5 Einträge zur Schattendarstellung. Die Shadow Map Size, die ich jetzt mal auf 512 stelle, da kann man ganz schnell sehen, da sind die Maps sehr, sehr klein und die Schatten werden weicher oder beziehungsweise unschärfer dargestellt. Gehe ich auf 2048, wird es besser. Gehe ich auf 4096, 4096, wird es natürlich noch besser. Aber der Nachteil ist, es ist immer noch alles so waberig hier. Und unser Held hat immer noch, Moment mal, ich werde ihn mal wieder ein bisschen drehen. Und unser Held hat immer noch, ich muss mal das Fenster hier mal hier hinsetzen, immer noch diese Streifen auf dem Rücken. Das ist kein Sonnenbrand, das ist halt eben ein komischer Fehler. Den machen wir aber weg. Gucken wir uns mal die Wechselwirkung an. Und zwar achtet mal hier auf das General Fenster und ich gehe hier auf Shadow Quality. Dann seht ihr, dass sich die Shadow Map Size mit der World Shadow Range Scale ändert. Und das ist der ganze Trick. Also, gehe ich hier wieder auf volle Qualität, habe ich die World Shadow Range Scale wieder auf 4 stehen. Nun, jetzt kommt der Trick. Ich kann die Rate natürlich verkleinern. Und wenn wir das machen, und wir gucken auf den Rücken unseres Helden. Das geht mir zu langsam. Machen wir es mal ein bisschen. Moment. Zack. Dann wird das feiner und erträglicher. Gut, okay, das sind noch ein bisschen Überlagerungen drin. Und wenn wir jetzt hier hingehen und wir sind auf so 0,5, dann ist es fast weg. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal in der Welt an. Also was hier die Büsche angeht und die anderen pflanzlichen Geschichten, sieht das viel ruhiger aus. Und selbst unser Herold hat einen schönen scharfen Schatten.
Das ist eigentlich schon alles. Aber aufpassen. In der nächsten Szene zeige ich euch, dass ein zu weites Runterfahren dieser World Shadow Range Scale nicht so von Vorteil ist. Jetzt sind wir hier in einer Winterlandschaft und ich habe hier oben wieder die World Shadow Range Scale wieder auf 4 gesetzt. Und wir sehen, dass die Bäume am Flackern sind ohne Ende. Also das ist ja auch so ein Nebeneffekt. Hier ist es zum Beispiel ganz schlimm. Und jetzt werde ich sie wieder runter skalieren. Und zwar auf 0,5, wie eben gezeigt. Da gebe ich Punkt 5 ein. Enter. Und schon ist alles geändert. Es flackert noch ein bisschen, aber nicht mehr so extrem. Denn wenn ich unterhalb von 1 bin, dann verwaschen die Schatten in der Nähe von Objekten, wie zum Beispiel auch bei einem Strauch. Gehen wir mal hier hin und vor allem in der Ferne werden keine Schatten mehr dargestellt. Ich werde noch mal einblenden und die Sache noch mal auf 1 setzen. Ja gut, okay, er zieht jetzt seine Waffe. Und habt ihr den Unterschied gesehen? Ich werde noch mal auf 4 gehen. Und werde noch mal wieder auf 1 gehen. Hier werden die Schatten schärfer dargestellt. Und würde ich unterhalb von 0,5 gehen, zum Beispiel Punkt 2,5, natürlich ein extrem geringer Wert. Stopp! Dann seht ihr, was passiert. Dann verwaschen die Schatten. Deswegen mein Tipp, bleibt bei 1. Auch wenn es noch ein bisschen wabern sollte. Wie man hier so ein bisschen erkennen kann. Und auch die Tannen da hinten noch ein bisschen flackern sollten. Jedenfalls flackern sie nicht mehr so viel wie eben. Renne ich zum Beispiel entlang eines Weges, dann seht ihr, wie in der Ferne oder kurz vor mir immer so ein bisschen die Schatten nachgeführt werden. Seht ihr? Und wenn ich den Wert, muss ich immer wieder F11 drücken, damit ich wieder ins Menü komme, würde ich jetzt nämlich extrem runtergehen, zum Beispiel wieder mit 2,5. Ja, ist gut. Die Waffe weg. Ja, ich steck die doch weg. Nein. Oh, Leute. Okay. Jetzt bin ich natürlich wieder hier. Jetzt muss ich nochmal. Dann seht ihr, dann ist es fast unmittelbar hinter mir, dass sich die Schatten wieder neu aufbauen. Also, die Alternative ist, bleibt am besten auf 1. Und deswegen müssen wir halt eben den Kompromiss eingehen, auf 1 zu stellen. Damit wir ein bisschen vorher die Schattendarstellung haben. Die ruhiger ist, nicht so zappelt und nicht flackert. Wenn ich jetzt mal unseren Helden mal eben entkleide, dann friert es dem unheimlich. Aber gerade bei dieser Helligkeitsumgebung natürlich das Flackern größer. Aber in der nächsten Szene zeige ich euch, dass es dann nicht so flackert, wenn wir zum Beispiel im Grünen sind. Wie zum Beispiel hier. Entferne mich mal ein bisschen. Lauf ein bisschen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob hier irgendwelche Ungeheuer kommen. Da ist was. Da liegt was. Da ist ein Schattenläufer am Schlafen. Also hier fällt das nicht so auf. Gut, okay, bei dem Busch fiel das eben auf. Aber das ist ein guter Kompromiss, finde ich. Auch hier werde ich mal den Herolden mal entkleiden. Um zu gucken, ob beim Wert 1 störende Stufen sind. Ein bisschen sind da, aber ich finde, das ist verkraftbar. Aber auf jeden Fall eine erhebliche Verbesserung zur Schattendarstellung. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen helfen konnte und ihr euer Spiel so einstellt, dass ihr wirklich angenehm spielen könnt. Okay, ich freue mich auf Kommentare, gebt mir einen Daumen, abonniert mich und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.